Ja, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Supremacy 1914 mit der Community. Ja, es hat sich irgendwie was in der Richtung getan, und zwar, ja, das über Nacht. Wir haben Sundsvall erobert in Schweden, wir haben ein, na, jetzt machst du, so. Wir haben hier ein Schlachtschiff produziert, die 19. russische Kampfgruppe. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Genau, wir haben wieder neue Truppen dazu bekommen. Der deutsche Spieler ist offline gegangen. Machen wir da nochmal. Das heißt, wir müssen unsere Grenzen ein bisschen absichern. Beziehungsweise haben unsere Karte mal gekündigt. Angeblich soll er Top-Spieler sein, ich weiß es nicht. Ja, man wird es sehen. Mit der Zeit. Und was wirklich mich doll nervt: Österreich-Ungarn hält wirklich verbissen an Kiew fest. 6 Sabotagespione für die Ökonomie haben wir jetzt inzwischen da sitzen. Und die haben das in den letzten 5 Tagen gerade mal 24% runterknebeln können. Ja. Also, ich würde da gern am liebsten mal mit 20 Spionen durchknüppeln und mir die Provinz einfach wiederholen. Aber wir kriegen nur 72.000 am Tag. Das ist nicht so viel. Ich hätte gern mehr. Das gebe ich gern zu. Nur gibt meine Wirtschaft gerade noch nicht so viel her. Ich bin ja immer noch am Ausbauen. Fabriken inzwischen auch in Warschau am Bauen. Da baue ich gerade Fesselballon auch noch. Charkiw, die könnt ihr auch mal ausbauen. Smolensk ist die Fabrik. Oh, die Fabrik ist ausgebaut. Sehr gut. Moskau gerade auf Stufe 4 Ausbau. Wologda inzwischen auch auf Stufe 4. Da wird gerade ein EBG produziert. Unser erstes. St. Petersburg in der Hauptstadt. Da produzieren wir gerade unsere ersten Panzer. Artillerie haben wir sonst schon ein bisschen verteilt. Bei Lodz außerdem. Und Plovdiv haben wir jetzt auch Fabrik begonnen auf Stufe 1 auszuhebeln. Und Belgrad, ja, oh, ich mach verdammt. Bei Belgrad hatte ich eigentlich einen Auftrag gegeben, da hat er wahrscheinlich nicht übernommen, den Befehl. Nicht mehr aktualisiert. Schade eigentlich, die hätte auch schon fertig sein können. Sevastopol, ja, Fabrik auch Ausbau. Was haben wir sonst noch? Vielleicht Krieg. Mal sehen, was Rick so gerade. Ja. Schmeiß doch die Wand weg, Herr Gottes. So, geht doch. Was er so macht, was er so macht, was er so macht, was er so macht, was er so macht. Ich überlege gerade, dass ich eigentlich mal das Wegerecht beenden sollte. Sicher ist sicher. Bisschen hinterhältig, ja, egal. Muss ja gewinnen. Ich bin ja zum Gewinn geboren. Das wissen nicht alle, aber das sehe ich selber so. Das ist von mir aus gesehen eine Tatsache. Auch wenn andere das, wie gesagt, noch nicht wahrnehmen. Aber ich selber bin ja schon der Ansicht, ich gehöre zu den absoluten Gewinnern. Und, ne? Er sollte eigentlich hier Leute killen. Hat er nicht. Mag ich nicht. Naja. Jeder, wie er es gerne mag, gell? Nein, ich wollte. Das wollte ich auch nicht. Ich bin ja ganz scharf auf Reykjavik und Akureyri. Akureyri. Immer so schöne Namen. Hier oben, die zwei. Da bin ich ja ganz scharf drauf, weil die möchte ich ganz gerne haben. Und ich will aber auch nicht mit Dänemark gleich crashen, weil Dänemark ja jetzt hier von mir schon ein paar abgespeckt hat, Provinzen. Ne, Tornio gehörte, glaube ich, sowieso Dänemark. Aber Lulea haben sie mir geklaut. Und dann haben wir hier das noch, das uns dann angrenzt, sage ich mal. Naja. Bis jetzt ist übrigens noch kein neuer Spieler dazugekommen. Keys habe ich gestern rumgeschickt, beziehungsweise dieses Passwort. Ja, mal sehen. Vielleicht, also wertvolle Länder, die noch frei sind, sind Italien, Osmanisches Reich. Spanien ist auch noch mit dabei. Deutschland ist jetzt besetzt. Schweden existiert so gut wie nicht mehr. England hat Probleme mit Frankreich.
Aber ich denke, dadurch, dass Deutschland da mit Frankreich im Krieg ist, kann man das relativ gut wieder ausbessern. Österreich-Ungarn sonst noch. Das wird erst besetzt, wenn mir die Provinzen hier überschrieben wurden. Um das klarzustellen. Und ja, ansonsten erstmal so der kleine Überblick. Wir sind, ich bin, heißt ja nicht mehr wir. Immer derselbe Fehler, verdammt. Ich bin immer noch die mächtigste Nation. Im Punktestand 465, danach kommt erst Italien mit 214 Punkten. Reichste Nation, ich 30%, danach Österreich-Ungarn mit 14%, danach kommt Rick mit 13%. Er holt auf, muss man sagen, das geht schnell. Hier haben wir nochmal eben die Meldung von den Anschlägen, die wir da verüben. Und ja, Möglichkeit, die Runde zu beenden, ne? Ach Quatsch. Machen wir doch nicht. Sundsvall ist gefallen. Schweden, ach ja, genau. Schweden inzwischen bei 166.000 Verlusten. Wir gerade mal bei 32.000. Das heißt, unser Blutbad hält sich in Grenzen. Schweden hingegen kriegt ordentlich auf den Latz. Ah, kurz. Der ist gleich down. He get down tonight. Hehe. Ach, das dauert wieder 18 Stunden. 18 Stunden dauert das jetzt, bis die da sind. Ja, ziemlich lange Wartezeit. Fesselballon werde ich übrigens produzieren. Und dann mal ganz klammheimlich hier bei Palermo stationieren. Ne? Dann haben wir hier nämlich so rundum abgedeckt und können dann sehen, ob er hier Truppen durchschifft, ausschifft oder wie weiß ich, was ich er jetzt plant eigentlich. Ja. Das war so der Gedanke. Dann haben wir den nämlich so, ja, wie gesagt, schön stationiert, auch vielleicht auf Cagliari. Das wäre sogar noch besser. Cagliari, unseren Fässerballon stationieren, gleich mal zur Beobachtung, damit wir sehen, was Rick da so macht. Ich überlege gerade, was ich noch ausbauen kann. Ausbauen erstmal nichts. Was ich noch machen kann, ist das, obwohl ich auch so machen könnte, dann haben wir die Truppenstärke gleich. Ja, was sonst noch? Unsere Flugzeuge patrouillieren hier fleißig. Eine? Zwei! Geht auch, zwei. Gesamtstärke 6 haben die dann insgesamt. Patrouillieren schön hier in dem Radius. Das heißt, ich habe abgesichert, falls er bei Griechenland einfällt, jedenfalls in dem Teil. Und Nase juckt. Und hier halt die Meerenge schön abgepasst, obwohl die eigentlich schon durch unsere Bomberstaffel hier gesichert ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Bomber noch mit den Jägern zusammenfasse. Aber ich glaube, ich lasse es erstmal so. Ja. Ja. Können wir erstmal so lassen. Artillerie ist fertig. Ich weiß zwar gar nicht, wo ich die jetzt bitte stationieren will, wen ich zunächst angreife, weil ich will ja eigentlich noch ein paar Spieler hier drin haben, so mit den Ländern und sowas. Ich denke mal, ich werde mich erstmal so ein bisschen verschanzen, wenn ich Schweden eingenommen habe. Und so ein bisschen gegen Griechenland vorgehen. Gegen den Griechen. Und, ach, gegen Griechenland sage ich schon. Gegen Griechenland, Quatsch. Gegen Dänen. Gegen Dänemark. Ja, doch, doch, wir gehen da mal gegen Dänemark vor. Denk mal, das können wir uns erlauben. Was gibt's sonst noch? Nichts Neues. Moral natürlich wie immer steigend. Wir haben ja alles im Plus inzwischen. Oh! Apropos alles im Plus. Das Getreide sackt mir erstaunlicherweise schon wieder ab, was die Produktion angeht. Da bin ich wieder im Rückstand ein bisschen. Nase juckt schon wieder. Heute ist es nicht schön. Und ja, Gas, naja, brauchen wir nicht so dringend. Kohle müssen wir immer hochhalten. Deswegen baue ich auch die ganzen Kohleprovinzen mit Fabriken jetzt schon aus. Also Kohle sind wir wirklich ein bisschen angekackt. Deswegen versuche ich auch Kalmar einzunehmen. Bergen natürlich auch wunderbar, wenn ich das noch bekomme. Das hat ja inzwischen schon richtig miese Moral. Trondheim auch. Stockholm, ganz zu schweigen. Naja. Naja. Mal sehen, ob unser Bomber das überhaupt aushält. Oder ob er nicht irgendwie zugrunde geht.
wenn er G8 attackiert. Naja, ich denke mal, das wird schon. Bin da zuversichtlich. Komm, dann. Verdammt, kann ich auch gar nicht mehr. Mist, Mist, Mist. Das war EBG. Da war Artillerie. Da war Fesselballon. Die sind noch nicht mal nennenswert ausgebaut. Ach, verdammt. Ja, so viel Glücklichkeiten. Glutes Leutschhäutle. Viele Möglichkeiten bleiben uns ja nicht mehr. Ich mache einfach mal das Billigste ein bisschen. Zack, Panzerwagen. 23 Stunden. Geht ja. Packen wir den hier zu der 9. Artilleriedivision hinzu. Die 17. hat ja bereits einen. Und ja. Ich denke, dabei belassen wir es dann erstmal für diesen Rückblick, für diesen Einblick. Ja, mal sehen, wer so noch dazukommt. Ich hoffe, ein paar Leute. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Let's Play Supremacy 19.414 mit der Community. Ich verwende den Namen jetzt offiziell, habe ich gerade beschlossen. Und was ich definitiv jetzt hoffe, dass der Ton nicht versetzt ist. Ich hatte bei der Pegasus Chronicles gab es irgendwie das Problem, dass einerseits die Aufnahme plötzlich beendet war. Ganz am Ende plötzlich ein Cut und das war's. Aber ich weiß, dass ich sie sicherlich ganz anders beendet habe. Und bei Supremacy Folge 54. Ah, wunderbar. Es ist herrlich. Ich habe selber erst gemerkt, als ich gerade mit Omtex telefoniert habe. Und er mir meinte, hast du dir deine Folge eigentlich mal angehört? Ich dachte natürlich, nee, was ist mit meiner Folge? Ja, hör mal rein, so ab 20 Sekunden geht's los. Ich höre dann rein und denke mir so, was soll denn da los sein? Ist doch okay eigentlich. Und dann kommt meine miese Goa'uld-Stimme zum Vorschein und ich habe keinen Schimmer, woher die kommt. Ich tippe weiterhin auf einen Bearbeitungsfehler während des Uploads bei YouTube. Möchte ihn nicht ausschließen, möchte allerdings auch jetzt YouTube nicht beschuldigen, hier was falsch zu machen. Aber ist jetzt halt meine einzige Vermutung, weil die Rohdatei ist okay. Aber ich hoffe mal, da schleicht sich jetzt keine solcher Fehler ein. Wir werden sehen und ich würde dann sagen, quatsche ich nicht so viel. Tschüsseli, bis zur nächsten Folge.